It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gonna be with me for the last ride. Dann die Knie senken und wir entspannen in der Position des Kindes. In dieser Yoga-Haltung können wir wunderbar abschalten und alles loslassen. Hat hier gerade jemand was von Abschalten gesagt? Oh, es tut mir leid. Entschuldigt. Kann ich dich zurückrufen? Ich bin mitten im Kurs. Du bist doch schon zu Hause, oder? Sorry, Julie, ich bin noch in New York. Die Parteikonferenz hat etwas länger gedauert. Ach, Eric. Jacob hat sich schon so darauf gefreut. Ich weiß. Wir wollten noch endlich den neuen Lenkdrachen ausprobieren. Aber in 2 Stunden bin ich bei euch. Governor Gilmore nimmt mich in seinem Helikopter mit. Okay. Und ich habe tolle Neuigkeiten, über die ich mit euch reden muss. Okay, super. Ich kann jetzt nicht sprechen. Später, ja? Einatmen und langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Tschüss, Lauren. Tschüss. Danke. Träumen? Jetzt nicht. Sie haben gerade einen Pulitzer-Preisverdächtigen Satz verhindert. Und Sie haben mich schon wieder zugeparkt. Ja, weil Sie schon wieder auf meinem Parkplatz stehen. Das ist nicht Ihr Parkplatz, nur weil Sie zu faul sind, 3 Meter zu gehen. Ein guter Journalist muss immer auf dem Sprung sein. Dann zeigen Sie mal, wie schnell Sie in Ihren Wagen springen können. Okay. Ich tippe auf einen blockierten Wirbel. Ihr Schreibtisch ist auch viel zu niedrig. Mein Schreibtisch ist ein Klassiker. Es geht schon. Wo ist es? Da! Arme kreuzen. Arme kreuzen. Ich stehe auf körperliche Nähe. Wollen Sie mich zum Krüppel machen? Dann würden Sie wenigstens einen Behindertenparkplatz vor der Tür kriegen. Aber nein, ich hab's eilig. Wow, danke. Ja, normalerweise nehme ich dafür $65. Aber wenn Sie jetzt sofort umparken, sind wir quitt. Nach Ihnen. Nicht einschlafen. Ach, Turner. Wie soeben bekannt wurde, hat Governor Gilmore Ergänzungswahlen für den Sitz des zurückgetretenen Kongressabgeordneten Patrick Bennett angesetzt. Da im 7. Wahldistrikt von Massachusetts ein Sieg der Alliance-Partei als sicher gilt, wird sich alles auf den parteiinternen Vorwahlkampf konzentrieren. Querida Queen, da du. Kann ich so reingehen oder brauche ich Gummistiefel? Warum gibst du immer viel zu viel Wasser, ha? Oberbaco. Ha,
Hausaufgabenrecherche. Mhm. Klingt eher wie Raumschiffduelle. Wo bleibt denn Dad? Heute ist doch unser Jungsnachmittag. Ich weiß. Es tut ihm leid. Er sollte bald hier sein. Ich hab Hunger. Oh, ich auch. Wir können schon morgen das Wahlkampfbüro beziehen. Dein erstes Interview solltest du der Tribune geben. Stimmt, die Pressetermine habe ich jetzt mit Matthew ab. Das fängt morgen an. Mit wem? Matthew Hennigan, mein neuer Pressesprecher. Der hat immerhin schon in Obamas Wahlkampfteam mitgearbeitet. Das glaube ich jetzt nicht. Robin, wir können froh sein, dass er zugesagt hat. Das war nicht der Deal. Ich will den Job und ich habe ihn auch verdient. Das weißt du genau. Du bist gut. Ja, richtig gut. Aber meinst du nicht, das wird jetzt alles ein bisschen viel für dich? Ach, und du meinst, das kann ich nicht selbst entscheiden? Wenn du jetzt einen Karrieresprung machst, dann sorg dafür, dass ich auch was davon habe. Überleg's dir gut. Wenn morgen wirklich dieser Matthew auf der Matte steht, wirst du mich von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Da ist Dad ja endlich. Vorsicht, das ist rutschig. Oh. Das liegt an Ihren glatten Sohlen. Ja, wahrscheinlich. Raffaella, Raffaella. Hallo, Schatz. Jacob. So, hiermit berufe ich eine außerordentliche Sitzung des Familienrates ein. Familie Turner, endlich ist es soweit. Kriegen wir endlich schnelleres Internet? Kalt. Du musst an den Wochenenden nicht mehr ins Büro. Ganz kalt. Ratet mal, wer heute als Kongresskandidat für den Staat Massachusetts vorgeschlagen wurde. Luke Skywalker. Fast. Der da. Das ist ja großartig. Nossa Senora. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Kriege ich jetzt einen Chauffeur und einen Bodyguard? Nicht so schnell. Ich muss ja erst mal noch gewählt werden. Ja, aber sollte nicht eigentlich Bill Frazier aufgestellt werden? Die Parteispitze meint, es sei Zeit für ein jüngeres Gesicht. Na, endlich. Du hast es sowas von verdient. Das heißt aber auch, dass das mit den freien Wochenenden erstmal nichts wird. Ja, das ist ja völlig was anderes. Und was ist mit unseren Ferien in Florida? Wir fallen leider mitten in den Wahlkampf. Ich weiß, meine Kandidatur würde euch einiges abverlangen. Darum ist es mir auch wichtig, dass wir das gemeinsam entscheiden. Auch deine Stimme zählt. Müssen wir dann nach Washington umziehen? Nein. Etwa die Hälfte meiner Arbeit würde hier in meinem Wahlbezirk in Boston stattfinden. Dann kannst du doch sicher meinem Freund Connor helfen. Wenn ich im Herbst auf die Junior High komme, dann können wir nicht mehr zusammen zur Schule gehen. Und er ist doch mein Freund. Wieso denn nicht? Wir haben euch doch zusammen angemeldet. Ja, aber das neue Schulgebäude wird nicht rechtzeitig fertig. Und in das alte kommt er nicht mit seinem Rollstuhl rein. Weißt du was darüber? Ich hack da mal nach. Versprochen. Dann hast du meine Stimme. Aber nur, wenn wir schnelleres Internet kriegen. Dann hat der Familienrat also entschieden? Ja. Danke. Ihr seid großartig. Und wir sind stolz auf dich. Wenn ich hier wählen dürfte, meine Stimme hätten Sie. Danke, Raffaella. Du, dann müssen wir auch gleich los. Ted Sweeney, unser Hauptsponsor für den Wahlkampf, hat heute zu einer Party eingeladen. Und dort soll auch meine Kandidatur bekannt gegeben werden. Ich würde dich wirklich gern begleiten, aber ich kann meine Schmerzpatienten heute Abend unmöglich hängen lassen. Der Kurs ist seit Wochen ausgebucht. Und was ist mit dem Drachensteigen? Raffaella? Sí. Vamos. Und Sweeney ist euer Sponsor. Dieser Baulöwe. Baulöwe und angesehenes Parteimitglied. Sag mal, kannst du dich nicht doch von einem deiner Mitarbeiter vertreten lassen? Wäre schon wichtig, dich bei solchen Anlässen dabei zu haben. Wenn wir solche Termine rechtzeitig absprechen, mit dem größten Vergnügen, Mr. Congressman. Aber so kurzfristig kann ich das nicht absagen. Verstehe. Sie wollen die Frau mit den magischen Händen. Meinst du, Frazier wird bei den parteiinternen Vorwahlen gegen dich antreten? Wenn Sweeney meinen Wahlkampf unterstützt, habe ich definitiv die besseren Karten. Und bei Frazier ist seit dem Tod seiner Frau irgendwie die Luft raus. Ja, kannst du mal noch einen Blick auf meine Rede werfen? Klar. Warte besser nicht auf mich, könnte spät werden heute. Okay. Viel Erfolg.
Und bei deinem nächsten großen Auftritt bin ich ganz bestimmt dabei. Das hoffe ich. Warte. Du hast deine Rede vergessen. Sie ist perfekt. Ich habe nur ein kleines Zitat am Ende dazugefügt. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Das ist gut. Roosevelt? Nein, Raffaella. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Kandidat Eric Turner nach einem Unfall mit Fahrerflucht vorläufig festgenommen. Das wird mit Sicherheit Auswirkungen auf seine politische Karriere haben. Wir warten jetzt auf neue Informationen über die Fahrerflucht von Eric Turner, der sich momentan im Polizeihauptgebäude aufhält. Wir sind gespannt auf das Statement vom Polizeichef, der in Kürze hier eintreffen wird. Ja, danke, bis morgen. Guten Abend, Mrs. Turner. Entschuldigung, ich kann mich gerade nicht an Ihren Namen erinnern. Robin Jennings, seit heute Erics Pressesprecherin. Wir sind uns neulich auf dem Sommerfest der Partei vorgestellt worden. Darf ich reinkommen? Ich habe gerade mit Erics Anwalt gesprochen. Er wird morgen früh um 8 Uhr entlassen. Wir müssen annehmen, dass auch das durchsickert. Fotografen vorm Gefängnis warten. Waren Sie heute auf der Party? Natürlich. Hatte er was getrunken? Ich bin seine Pressesprecherin, nicht seine Aufpasserin oder seine Frau. Warum waren Sie eigentlich nicht auf dem Empfang? Ich hatte eine berufliche Verpflichtung. Wir müssen jetzt eine Strategie für die nächsten Tage entwickeln, um den Schaden einzugrenzen. Wir? Ja, ich brauche Ihre Unterstützung. Ich muss verkaufen, dass es ein einmaliger Ausrutscher eines eigentlich anständigen Mannes und ehrlichen Familienvaters war. Das ist ja auch so. Aber was zählt, ist die öffentliche Wahrnehmung. Wir müssen die Menschen da draußen überzeugen. Und wie wollen Sie das machen? Dazu brauche ich Sie. Ein unrasierter Mann, der allein durchs Gefängnistor kommt, kein gutes Bild. Ein unrasierter Mann mit seiner Frau, die felsenfest an seiner Seite steht. Schon besser. Sie holen ihn morgen ab. Okay. Und wenn die Reporter Fragen an Sie richten, sagen Sie nichts. Das Reden überlassen Sie mir. Also, ich bin morgen früh 7:30 hier. Liz, könntest du meine Patienten von heute Morgen übernehmen? Ja, wegen Eric. Du hast also auch schon davon gehört. Mom, was ist mit Dad? Connor schreibt das. Ich muss Schluss machen. Ich melde mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Dein Dad war in einen Unfall verwickelt. Niemand ist verletzt worden, aber er musste die Nacht auf der Polizeistation verbringen. Ja, das textet Louis auch schon. Ja, jetzt leg das Ding mal für eine Sekunde weg und setz dich hin. Ist Dad wirklich im Gefängnis? Ich bin mir sicher, dass er nichts getan hat. Er wird ja auch gleich schon wieder entlassen. Kann ich mitkommen, um ihn abzuholen? Netter Versuch, aber du gehst schön zur Schule. Dein Dad und ich, wir bringen das in Ordnung. Versprochen. Es gibt massive Vorwürfe gegen Mr. Turner. Die Anschuldigungen gegen Kandidat Turner sind haltlos. Er soll etwas getrunken haben. Nein, es war kein Alkohol im Spiel. Laut der Informationen, die uns vorliegen, war es aber durchaus. At the same time,
Wenn Sie in den 9-Uhr-Nachrichten das Wort vermeintlich vor das Wort Fahrerflucht setzen und außerdem das Wort Alkohol vermeiden, bekommen Sie die Presseerklärung eine halbe Stunde früher als alle anderen. Und das erste Interview? Das erste Interview mit Kandidat Turner? Ja. Okay, können Sie haben. Aber nur, wenn Sie gleich in Ihrem Bericht seine Agenda zur Gesundheitsreform erwähnen. Deal? Deal. Guten Morgen. Guten Morgen. Etwas Angemesseneres hatten Sie nicht im Schrank? Wir tauschen. Wie bitte? Es gibt Regeln, bitte lassen Sie mich meine Arbeit machen. Ihr Outfit ist für diesen Anlass einfach zu sportlich. Für diesen Anlass? Okay, anders. Wenn Sie Eric helfen wollen, dann sollten Sie sich umziehen. You don't know, you don't know. Kein Wort zur Presse. Und egal, wie Sie sich fühlen, sehen Sie wie eine strahlende Gewinnerin aus. Und nehmen Sie die Sonnenbrille ab, Sie haben nichts zu verbergen. Mrs. Turner, was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen Ihren Mann? Ist ja klar, dass Sie einer der Ersten hier sind. Wie geht's Ihrem Rücken? Stimmt es, dass er seinen Führerschein bereits einmal abgeben musste, wegen Trunkenheit am Steuer? Das war 95. Wie sieht das denn ausgegraben? Mein Gott, das war an der Uni, da waren wir Anfang 20. Stimmt also. Kein Kommentar. Nochmal, welchen Teil von kein Wort zur Presse haben Sie denn gerade nicht verstanden? Mr. Turner! Mr. Turner! Mr. Turner, Flo, dabei predigen Sie doch immer soziale Verantwortung. Wie passt das für Sie zusammen? Mr. Turner! Ich bin im Moment einfach gerade nur froh, meine Frau wiederzusehen. Das werden Sie ja sicher verstehen. Kandidat Turner wird später eine Presseerklärung abgeben. Danke. Ja, danke. Später. Mr. Turner! Vielen Dank. Mr. Turner! Wie fühlen Sie sich jetzt? Warten Sie, Mr. Turner. Mr. Turner, werden Sie zurücktreten? Gehen Sie zurück. Mr. Turner! Bitte verlassen Sie das Gelände. Lassen Sie uns noch unsere Arbeit machen. Es ist alles bestens. Es gibt nichts zu sehen. Ihr beide hier, kennt euch inzwischen? Ja, wir haben schon Klamotten getauscht. Wir sind schon fast beste Freundinnen. Wo fahren wir denn jetzt hin? Eric? Ich glaube, das Beste ist erstmal ins Wahlkampfbüro. Ich würde nur gerne mal wissen, was eigentlich passiert ist. Was soll schon passiert sein? Ich habe aus Versehen den Wagen von Bill Frazier angeschrammt. Ausgerechnet von dem Mann, dessen politische Karriere du mit deiner Kandidatur beendest. Ich habe ihm sofort eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Es war keine Fahrerflucht. Auch wenn es von irgendeinem anonymen Anrufer gegenüber der Polizei so behauptet wurde. Vor der Polizei ist bei der Presse sehr gut angekommen. Wir sollten schnellstens noch ein paar Fotos von Ihnen zusammen lancieren, am besten auch mit Ihrem Sohn. Nein, also bevor wir Jacob in irgendeine Kamera grinsen lassen, sollten Sie vielleicht besser Frazier zu einem Statement bewegen. Sie müssen mir meinen Job nicht erklären. Frazier war bisher nicht zu erreichen. Scheinbar untergetaucht und deshalb ist es umso wichtiger. Könnte Ihr Sohn jetzt für ein Familienfoto herkommen? Der ist in der Schule. Sie haben keine Kinder, oder? Doch. Eine einjährige Tochter. Ja, und würden Sie die einfach so vor die Kamera zerren? Eric. Wir halten Jacob daraus. Okay. Aber Sie machen mit? Ja, es muss schnell gehen. Ich habe in einer Stunde meinen nächsten Patienten. Bis sich die Sache geklärt hat, sollten Sie lieber alle Termine absagen. Die Presse könnte versuchen, Ihren Patienten auszuhorchen. Kriege ich jetzt auch noch Berufsverbot? Das ist doch nur für heute. Es wird. Die Fotografin ist auch schon da. Mr. Turner, da ist ein Anruf. Ja.
bereits. Ja, ja, lächeln nicht vergessen. Ja. Das reicht doch jetzt. Sehr schön, ja. Nein, nein, zwei, drei Schüsse brauchen wir noch. Dann sind wir aber durch. Komm, ist doch praktisch. Haben wir schon ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Hier, der Entwurf für die Presseerklärung. Kann ich ihn auch mal sehen? Brauchst dich nicht drum zu kümmern. Robin macht das schon. Okay. Oh, entschuldigt. Ja? Wie bitte? Und in 20 Minuten erwartet dich der Sweeney. Das gibt's ja gar nicht. Die Baugenehmigung ist auf Seite 3. Ja, ich kümmere mich drum. Das war gerade die Schule. Jacob hat sich mit einem Jungen aus seiner Klasse geprügelt. Was? Der Schuldirektor will uns sofort sprechen. Du solltest Sweeney nicht warten lassen. Keine Chance. Okay, ich mach's alleine. Ich habe mir die ersten 24 Stunden meiner Kandidatur auch anders vorgestellt. Danke, dass ich so auf dich zählen kann. Bis später. Bis dann. Gibt's schon irgendwas Neues von Fraser? Nein. Habt ihr denn schon jemanden direkt zu ihm geschickt? Eins nach dem anderen. Wir kümmern uns schon um alles, Mrs. Turner. Du musst los. Besser, du kommst mit. Seid mir echt zwei Gangster. Du hättest hören sollen, was Luis über Dad gesagt hat. Und da musst du ihm gleich einen Zahn ausschlagen. Ich will nicht noch einmal hören, dass du deinen Rollstuhl als Waffe einsetzt. Haben wir uns verstanden? Ich stand nur ein bisschen im Weg. Bist du sicher, dass es dir heute Nachmittag nicht zu viel wird mit den Jungs? Ach was, das bringt Jacob wenigstens auf andere Gedanken. Hey! Hören Sie auf damit! Hallo? Was soll das? Puh, in deiner Haut möchte ich gerade nicht stecken. Wenn du nachher nicht zum Elternmeeting kommen kannst, verstehe ich das natürlich. Kommt gar nicht in Frage. Ich bin doch selber neugierig, was es mit diesem Baustopp auf sich hat. Okay. Bis später. Danke dir. Kein Kommentar. Fehler. Ein Junge, der ist das hier. Ist ein bisschen ungeschickt. Hey, das habe ich gehört. Das ist schlimmer als jede Telenovela. Aber Mr. Turner, was ist mit Ihren schönen Haaren passiert? Alles für den armen Mr. Turner. Und warum sind Sie nicht in Ihrer Praxis? Erics Pressesprecherin hat mir Arbeitsverbot erteilt. Naja, ist ja nur für heute. Sicher? Bei uns in Brasilien tragen die Politikerfrauen schöne Kleider, streicheln kranke Kinder und eröffnen Altenheime. Die sind wie so ein Schmuckstück. Schmuckstück? Sie. Außer unserer Präsidentin natürlich, die war früher eine echte Revolutionäre. Könnten Sie heute Abend ein bisschen länger bleiben und auf diese beiden Rebellen aufpassen? Ich möchte, dass niemand das Haus verlässt oder betritt. Sie, claro. Gut, dann werde ich mal wieder normal. Ihr habt's gehört, hä? Huh? Wer es versucht, wird's bitter bereuen. Ihr Ziel liegt in 200 Metern vor Ihnen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hallo? Mr. Fraser? Ja? Ich glaube, sie geht wieder. Alle Schätze, die Sie hier sehen, stammen aus Coney Island. Und das ist meine erste Wahrsagemaschine. Ich komme als nächstes dran. Sie waren telefonisch nicht erreichbar. Seit gestern Abend muss ich nicht mehr ständig erreichbar sein. Hat auch sein Gutes. Ich bin Julie Turner. Die Frau von Eric Turner. Ah, der Mann, der mich aufs politische Abstellgleis geschickt hat. Die Partei hat Eric nominiert. Ah ja. Mein Mann hat gestern Abend ihren Wagen angefahren. Ich weiß. Na und?
Diese modernen Autos mit ihren lackierten Stoßstangen. Ist doch nichts. Ja, aber die Polizei behauptet, er habe Fahrerflucht begangen. Wieso? Er hat mir doch eine Nachricht hinterlassen. Er braucht das schriftlich. So ein Bohai und ein paar Kratzer. Vielen Dank. Ich hätte das nicht tun müssen. Ich wäre so ganz einfach losgeworden. Umso netter, dass Sie es trotzdem getan haben. Ich mag es, wenn jemand den direkten Weg einschlägt. Ich auch. Und ich habe sowieso beschlossen, nicht gegen Ihren Mann anzutreten. Er ist ein kluger Kopf. Passen Sie gut auf ihn auf. Wie meinen Sie das? Die Aussicht auf Macht kann neue Seiten in den Menschen hervorbringen. Interessiert Sie Ihre Zukunft? Probieren Sie es aus. Zwei Münzen. Die Wahrheit ist teuer. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oho, Ihre Maschine ist bibelfest. Das klingt ja vielversprechend. Diese alten Maschinen irren sich nie. Sind Sie auch politisch engagiert? Nur auf lokaler Ebene. Ich habe mich für das neue Schulgebäude an der Kennedy Junior High eingesetzt. Ich erinnere mich. Meine verstorbene Frau hat sich sehr für dieses Projekt engagiert. Integration war eine Herzensangelegenheit von ihr. War ein ziemliches Gezerre im Bauausschuss damals. Ein Investor wollte eine Shopping Mall dort bauen. Ja, und jetzt gibt's einen Baustopp. Wissen Sie was darüber? Fragen Sie doch Ihren Mann. Ich bin jetzt im Ruhestand. Vielen Dank. Hören Sie auf, mir und meinem Sohn hinterher zu schnüffeln, Coleman. Kommen Sie. Im Moment ist jeder hinter Ihrem Mann her. Jeder Journalist, alle, die sich dafür halten. Wenn ich da als Freelancer noch eine Story verkaufen will, dann muss ich halt eine Schippe drauflegen. Indem man seine Familie mit in den Dreck zieht. Wer redet denn hier von den Dreck ziehen? Also ich sehe Sie als Opfer. Hey. Wir haben in unserem Bundesstaat wirklich dringendere Probleme. Zum Beispiel Kinder im Rollstuhl, die 1,5 Stunden mit dem Schulbus fahren müssen, weil es hier für sie keine Schule gibt. Verstehe, ich werde gleich meine Schlagzeile revidieren. Oh, hab schon eine Idee. Die Frau, die Carrie Coleman die Arschkarte zeigt. Wie wär's mit der Frau, die ihrem Mann den Arsch rettet, egal was er gemacht hat? Wenn Sie ihm gelauscht haben, dann wissen Sie, dass er nichts getan hat. Es war ein Missgeschick. Ein Missgeschick, wenn man mit fast 2 Promille im Blut einen anderen Wagen rammt. Das ist doch Quatsch. Haben Sie dafür irgendeinen Beweis? Bisher nur Vermutung. Aber es könnte sein, dass jemand den Polizeibericht gefälscht hat und damit politischen Einfluss auf Ihren Mann ausüben will. Das ist absurd. Eric ist nicht bestechlich. Aber Sie würden wahrscheinlich für eine gute Story Ihre Mutter verkaufen. Ja, das könnte sein. Aber wenn Sie meine Mutter kennen würden, dann könnten Sie das verstehen. Aber jetzt mal ehrlich. Trauen Sie es Ihrem Mann wirklich nicht zu, nachdem er schon mal betrunken gefahren ist? Nein. Er hat noch nie aus taktischen Gründen gelogen. Er ist kein Heiliger, aber er ist ein guter Mensch. Also doch. Nein! Hören Sie auf, mir die Worte im Mund umzudrehen, Coleman. Turner? Hast du letzte Nacht was getrunken? Komm mal mit. Ha? Muss sie die Antwort für dich erst formulieren? Komm.
Ted hatte zu einer Whisky-Verkostung eingeladen. Ich habe vielleicht ein oder zwei Schluck probiert, um ihn nicht zu beleidigen. Und was hat die Polizei dazu gesagt? Nichts. Kein Bluttest? Nein, es ging immer nur um diese Fahrerflucht, die keine war. Glaub mir. Ich glaub dir. Und weißt du warum? Deshalb. Manchmal hilft der direkte Weg. Das ist unglaublich. Weißt du, was das ist? Mhm. Das ist meine Rettung. Hier, das kannst du gleich an die Presse rausgeben. Ich mach mich wieder auf den Weg und lass euch eure Arbeit machen. Aber hast du schon was über den Baustopp rausgefunden? Nachher ist die Krisensitzung in Jacobs neuer Schule. Nein. Sie können da nicht hin. Nicht heute. Und Sie können sich schon gar nicht zu lokalpolitischen Themen äußern. Sie sind Erics Pressesprecherin, nicht meine. Können wir kurz mit Ihnen über Eric Turner sprechen? Was? Wir würden gerne mit Ihnen über Eric Turner sprechen. Ein Kommentar. Was Sie soll das? Doch Bescheid, oder? Das schwindet. Oh, das ist privat. Ma'am, was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen Ihren Mann? Nein. Können Sie uns etwas Kein über Kommentar. Die Umstände erzählen? Nein. Hey, was soll das? Hören Sie auf! Stopp! Sie Nein. Gehen ja schon! Nein. Lass uns. Hallo. Muss ich jetzt immer so lange wach bleiben, um eine Privataudienz beim zukünftigen Kongressabgeordneten Turner zu bekommen? Wir haben noch an meiner Wahlkampfstrategie gearbeitet. Auch wenn du bald über das Schicksal der gesamten Nation mitentscheidest. Wahlkämpfe gewinnt man mit lokalen Themen. Aha. Wie war der Elternabend? Irgendwas scheint mit der Baugenehmigung nicht zu stimmen. Es ist total verrückt. Die werden vielleicht ein fast fertiges Gebäude wieder abreißen. Ich weiß. Aber dafür wird die Montgomery Special Needs School komplett saniert und mit den modernsten Rollstuhlrampen ausgestattet. Hey, du bist hier in unserem Schlafzimmer und nicht vor einem Wahlkampfmikro. Also ich weiß ganz genau, wo ich bin. Ich liege im Bett neben meiner Frau, die offenbar mitten in meinem Wahlkampf eine radikale Bürgerinitiative gründen will. Ich kann dir versprechen, dass ich nur im Hintergrund die Fäden ziehe und öffentliche Äußerungen anderen überlassen werde. Hm. Oder darf ich in Zukunft nur noch dekorativ auf irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen rumstehen? Also dazu hättest du morgen die erste Gelegenheit. Sweeneys Frau Lydia versteigert Bilder für irgendeinen guten Zweck. Und da würde ich liebend gerne meine äußerst schlaue und zufällig auch sehr dekorative Frau mitnehmen. Hier ist ein Bild von euch im Chronicle. Mit Mams komischer Frisur. Hm. Auch im Standard ist die Fahrerflucht kein Thema mehr. Aber immerhin eine halbe Seite zu meinen Ideen für die Gesundheitsreform. Hm. Robin hat gute Arbeit geleistet. Und du natürlich auch. Oh, hier steht was zu Kennedy Junior High. Auf dem Gelände vom neuen Schulgebäude soll jetzt doch eine Shopping Mall gebaut werden. Was? Bauherr ist Ted Sweeney. Sag mal, wusstest du davon? Übermorgen soll im Bauausschuss darüber abgestimmt werden. Sag jetzt nicht, dass du ihn dabei unterstützt. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Warum muss ich das heute erst aus der Zeitung erfahren? Dad, stimmt das? Das ist nicht so einfach. Baurecht ist kompliziert. Das war alles nur Blabla? Dein ganzes Geschwafel von einer besseren Welt? Und dann kannst du noch nicht mal meinem besten Freund helfen. Hatte Sweeney vielleicht seinen Finger im Spiel, als du gestern so glimpflich davongekommen bist? Alle Welt glaubt mir inzwischen, dass ich nichts verbrochen habe. Nur meine eigene Frau nicht. Ich brauche jetzt wirklich deine Unterstützung. Ich komme heute nicht mit zu den Sweeneys.
stimmt doch was nicht. Sie überlassen mir freiwillig meinen Parkplatz und rennen nicht gleich weg, wenn Sie mich sehen. Ich brauche was von Ihnen. Hm. Jetzt machen Sie mir keine Angst. Gibt es irgendeine Möglichkeit, doch noch zu erfahren, was wirklich in dem Polizeibericht drin stand? Vielleicht. Wenn Sweeney den wahren Bericht gekauft hat, dann könnt ihr ihn noch zu Hause haben. Als Schuldschein quasi. Können Sie da irgendwie rankommen? Sie sind doch heute auch bei den Sweeneys eingeladen. Wir könnten uns da einmal umsehen. Wir? Ja, wenn ich die Drecksarbeit für Sie erledigen soll, dann müssen Sie mir den Rücken frei halten. Dankeschön. Danke, dass du trotzdem mitgekommen bist. Was macht Robin denn hier? Ich dachte, das ist kein offizieller Anlass für dich. Ab jetzt gibt's keine inoffiziellen Anlässe mehr. Mr. Turner, sind Sie wegen der Versteigerung hier oder nur, weil es was umsonst zu trinken gibt? Kein Kommentar. Mrs. Turner, würden Sie mir verraten, welches Label Sie tragen? Ich fürchte, da müsste ich selber erst auf dem Etikett nachschauen. Wünschen Sie sich nicht auch manchmal so schlagfertig zu sein, Coleman, Mr. Coleman, könnte ich Sie kurz etwas fragen? Mrs. und Mr. Sweeney, vielen Dank für die Einladung. Sie sind ein absoluter Glückspilz. Die schönste Frau des Tages ist Ihre. Abgesehen von meiner natürlich. Ich bin wirklich beeindruckt, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Danke. Kommen Sie. Der Governor möchte Sie einigen einflussreichen Leuten vorstellen. Männerklüngel. Ich mache Sie jetzt bekannt mit den Leuten, die wirklich die Fäden unseres Bundesstaates in der Hand halten. Die Frau von Governor Gilmore kennen Sie sicherlich. Chelseas IQ ist mindestens dreimal so hoch wie der ihres Mannes. Und das daneben ist Millie Applegate. Ihrer Familie gehört die größte Werft in Bostoner Hafen. Komm, Sie. Chelsea, du siehst fantastisch aus. Danke. Ladies, ich möchte euch Julie Turner vorstellen. Wie schön, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Chelsea ist die Meisterin darin, den Kunstsammlern aus der Umgebung das eine oder andere Kleinod aus dem Ärmel zu leiern. Das Leben ist kurz, wie wär's mit einem Champagner? Ah, lieber nicht. Ich habe Eric heute auf den Beifahrersitz verbannt, damit sie sich um ihre Autos da draußen keine Sorgen machen müssen. Die Sache ist doch schon vergessen. Als Buck kandidiert hat, wurden auch plötzlich die absurdesten Dinge über ihn behauptet. Mhm. Da können Sie mir bestimmt ein paar Tipps geben. Am besten ist, Sie gönnen sich eine Ganzkörperbeschichtung aus Teflon. Aber die wichtigste Wahlkampfregel lautet, immer auf die Pressesprecherin Ihres Mannes hören. Sei denn, Sie sind anderer Meinung als Sie. Ich müsste mich mal eben kurz frisch machen. Dort hinten. Okay, danke. Hallo. Jennings ist hinter mir her. Es ist ein Arbeitszimmer im ersten Stock. Wenn jemand kommt, dann rufen Sie mich an. Okay. Da gibt es sicherlich noch viel zu besprechen. Wir gehen das in Ruhe noch mal durch. Wie wäre es mit einem Glas Champagner? Eric hat es bestimmt gefreut, dass Sie sich heute freinehmen konnten. Hm? Klar. Und Sie? Passt Ihr Mann heute auf das Kind auf? Meine Mutter. Ich bin alleinerziehend. Das ist bestimmt hart. Gerade jetzt, wo Erics Wahlkampf so richtig losgeht. Da wäre noch etwas. Ihre Haushaltshilfe soll gestern einem Kamerateam eine Dusche verpasst haben. Ja, Rafaela ist eben sehr temperamentvoll. Ja, vor allem ist sie illegal in den USA. Ich fürchte, Sie müssen sie entlassen. Das könnte Eric das Genick brechen. Ich muss mal kurz telefonieren. Ich komme gleich wieder. Ted braucht seine Lesebrille. Die Entwicklung sind momentan noch nicht absehbar. Das muss gut sein. Ganz genau. Es gibt natürlich immer zwei Seiten. Aber die eine ist die richtige. Gehen Sie ran. Ja? Verschwinden Sie, es kommt jemand. Thank you.
Und? Haben Sie was gefunden? Ja, also ich weiß nicht. Zeigen Sie her. Also doch. Was ist das denn? Tut mir leid. Das toppt die 2 Promille aus dem Polizeibericht. Ich würde sie jetzt einen Arm nehmen, aber bei Ihnen weiß man ja nie, ob sie einem nicht gleich einen Wirbel einrenken, wenn man ihnen zu nahe kommt. Habe ich Ihnen ja eine schöne Schlagzeile geliefert. Wenn Sie wirklich einen Aufmacher wollen, dann gehen Sie jetzt rein und machen ihm eine Riesenszene. Ich habe noch was gefunden. Das sind die Mitglieder des Bauausschusses. Ja. Meinen Sie, Sweeney hat hier notiert, wer für und wer gegen die Shopping Mall stimmen könnte? Möglich, aber es scheint, als müsste er noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Da müssen wir drin. Es wird doch noch Zeit bis morgen haben, oder? Julie? Sie wollen doch jetzt nicht gehen. Eric! Nein, natürlich nicht. Kannst du mich bitte nach Hause bringen, jetzt gleich? Ich bin gleich wieder da. Alles in Ordnung, Eric? Kann ich irgendwas für Sie schaffen? Legen Sie jetzt noch eine Schicht ein, damit morgen alles brühwarm in der Zeitung steht? Weiß es nicht. Ich könnte es lassen. Unter einer Bedingung. Unter welcher? Ich bleib dabei. Sie sind meine Geschichte. Also halten Sie mich auf dem Laufenden. Wenn Sie auf den Putz hauen, also ich weiß, Sie werden auf den Putz hauen, dann will ich das nicht erst aus dem Internet erfahren. Sie glauben wirklich, mich zu kennen. 1er Highschool-Abschluss 92, dann das Medizinstudium. Das haben Sie 95 abgebrochen. Und stattdessen eine Ausbildung zur Physiotherapeutin bekommen. Warum eigentlich? Was spielt das für eine Rolle? Ich hatte mich für das falsche Studium entschieden. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Sie Ihre Möglichkeiten noch nie voll ausgeschöpft haben. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich konnte mit meinem Gehalt unsere Familie über Wasser halten, als mein Mann seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und heute leite ich eine Physiotherapiepraxis. Ich habe meine Entscheidung niemals bereut. Das glaube ich Ihnen nicht. Vielleicht, weil Sie Ihre Möglichkeiten nie voll ausgeschöpft haben. Danke fürs Nachhausefahren. Und die Schulter zum Anlehnen. Auf Wiedersehen. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Hey, schläfst du nur mit ihr oder ist es was Ernstes? Wie hast du es rausgefunden? Spielt doch jetzt keine Rolle. Verdammt nochmal, ich hab dich in ihren Klamotten vom Knast abgeholt. Bitte sei ehrlich zu mir.
Ich liebe dich, Julie. Du und Jacob, ihr seid alles für mich. Aber Robin und mich, uns verbindet auch etwas. Etwas Besonderes. Tut mir leid, dich so zu verletzen, aber so ist es. Wie stellst du dir das jetzt vor? Ich weiß, es ist sehr, sehr viel verlangt. Aber gib mir ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt erstmal eine Wahl gewinnen. Wie bitte? Ist das alles, was dich jetzt interessiert? Wir haben doch schon so viel zusammen durchgestanden. Ja, das haben wir. Aber du scheinst gerade zu vergessen, wie wir das geschafft haben. Durch gnadenlose Ehrlichkeit, auch wenn's weh tat. Der Mann, der jetzt vor mir sitzt, ist ein Lügner. Wir haben es aber auch geschafft, weil wir immer bedingungslos zueinander gestanden haben. Ja, weil wir Geduld hatten miteinander. Dann zeig mir, dass du kein Lügner bist und gib offen zu, was in dieser Nacht passiert ist, damit Sweeney dich nicht weiter unter Druck setzen kann. Wie soll das gehen? Ich kann jetzt so kurz vorm Ziel nicht mehr die Richtung wechseln. Akzeptiere das bitte. Ich habe dir von Anfang an für deine politische Karriere den Rücken freigehalten. Ja. Immer. Wenn du jetzt unsere gemeinsamen Ideale für ein bisschen Macht verkaufst, dann fühle ich mich doppelt verraten. Ich kann nicht. Dann lässt du mir keine andere Möglichkeit. Verschwinde. Geh. Lass mich in Ruhe. Please forgive me if I act a little strange. For I know not what I do. Feels like lightning running through my veins every time I look at you. Every time I look at you. Every time I look at you. Mom, wo ist Dad? Dein Dad und ich, wir haben gerade Streit. Ich habe gesehen, wie er gestern weggefahren ist. Habt ihr wieder Streit wegen meiner Schule? Ja, deshalb auch. Aber du hast mir doch mal gesagt, dass man alles miteinander ausdiskutieren soll. Manchmal ist es nicht so einfach. Und wenn keiner nachgeben will und man wütend ist, dann ist es besser, man geht sich erstmal aus dem Weg. Willst du denn gar nicht, dass er wieder zurückkommt? Im Moment ist es besser so. Du hast ihn rausgeschmissen, oder? Jacob, warte. Nee, lass mich in Ruhe. Warte. So ein Betrüger. Bastard. Fio da puta. Ah, jawohl. Meine Großmutter war eine Maiji Santo. Eine was? Eine Priesterin der afro-brasilianischen Religion, Canoblé. Die wusste schon, wie man untreuen Ehemännern so richtig wehtut. Mit einem Stich ins Herz. Ja, lieber nicht. Er hat's verdient. Aber wer weiß, was mit unserem Land passiert, wenn sie mit schwarzer Magie auf unsere Flagge einstechen.
Ihre Gartenschlauchaktion vorgestern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand Nachforschungen anstellt. Wollen Sie mich jetzt feuern? Ich mache mir Sorgen um Sie. Wenn Sie auffliegen, weiß man Sie vielleicht aus. Muss ich wirklich aufhören, für Sie zu arbeiten? Sie sind die untalentierteste Putzfrau, die je einen Wischmopp geschwungen hat. Ich hasse Putzen. In Brasilien war ich Lehrerin. Ich weiß. Ich habe einen anspruchsvolleren Job für Sie. Wie wäre es mit Privatdetektiven? Ich soll gegen Ihren Mann kandidieren? Ja. Ich habe kein Büro, keine Mitarbeiter, geschweige denn einen Wahlkampfsponsor. Fürs Erste ist hier doch Platz genug. Und ich habe mit Ihrer ehemaligen Wahlkampagnenleiterin gesprochen. Sie könnte heute Nachmittag anfangen. Oh, Sie meinen es ernst? Ihre Frau hätte bestimmt nicht gewollt, dass Sie in all diesen Jahrmarktattraktionen versauern. Sie haben doch gesagt, dass die Inklusionsschule Ihre Herzensangelegenheit war. Die Wahrsagemaschine hat mir geraten, mich zur Ruhe zu setzen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Zukunft dieses Landes nicht von sprechenden Blechkästen bestimmt werden sollte. Hier. Das habe ich heute aus dem Altpapier gerettet. Warum tun Sie das? Ich habe meine Gründe. Ich werde keine schmutzige Wäsche für Sie waschen. Das will ich auch nicht. Ich will, dass Sie fair gewinnen und dass Sie dafür sorgen, dass dieses Schulgebäude gebaut wird. Dann an die Arbeit. Darf ich einen befreundeten Journalisten über Ihre Kandidatur informieren? Nur zu. Coleman. Ich könnte Ihnen exklusiv eine Insider-Information geben, mit der Sie bei jeder Zeitung die Titelstory landen würden. Allerdings müssen Sie auch was für mich tun. Sie wollen mir einen Deal anbieten? Nee, geben Sie mal Ihre Rückenkurse und lassen mich meine Arbeit machen. Dann interessiert es Sie also nicht, dass Bill Fraser bei den Vorwahlen gegen meinen Mann kandidieren wird? Was? Na gut, dann kann ich es ja auch direkt der Tribune stecken oder den... Nein, Standard. Was verlangen Sie? Lassen Sie durchsickern, dass ich mit Bill Fraser sympathisiere. Bitte? Ich werde das natürlich dementieren. Ich will meinen Mann ja nicht öffentlich angreifen. Sie sind ein richtiger Profi. Ich bin gleich bei dir. Nein, du musst mich nicht abholen, Mama. Ich fahr bei Connor mit, okay? In Ordnung. Bis später. Tschüss. Es ist erstaunlich, aber die Presse scheint noch nicht Wind davon bekommen zu haben, dass sie dich rausgeschmissen hat. Das wäre auch nicht Julies Deal. Wird sich dadurch irgendetwas an unserer Situation verändern? Du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Ich werde die Trennung von Julie nicht forcieren. So sehr ich mir klare Verhältnisse wünsche, als deine Pressesprecherin muss ich dir sogar dringend davon abraten. Trennungen schlagen sich immer negativ in den Umfragewerten nieder.
Wir unterbrechen unser Programm für einen Newsflash. Einer Meldung der Boston Tribune zufolge hat der ehemalige Abgeordnete Bill Fraser nun doch seine Kandidatur für die Alliance-Partei bekannt gegeben. Aus gut unterrichteten Kreisen wird berichtet, dass Fraser von niemand anderem als Julie Turner unterstützt wird. Nee. Schwiegervaters den Auftrag in der Tasche. Hier muss mehr Leben in die Augen. Den Hintergrund möchte ich auch helfen. Sag mal, bist du komplett wahnsinnig geworden, mir so einen Rücken zu fallen? Wer Wind sieht, wird Sturm ernten. Komm, spar dir deine alttestamentarischen Sprüche her. Wenigstens tritt nun ein integrer Politiker für die Alliance-Partei an. Ich musste heute Morgen unserem Sohn erklären, warum sein Vater nicht zu Hause geschlafen hat. Dass er bei seiner Geliebten war, habe ich ihm erspart. Ach, und du glaubst, es ist gut für Jacob, wenn du mir jetzt öffentlich den Krieg erklärst? Und falls es dich interessiert, ich war heute Nacht im Hotel. Eric? Der Fotograf hat Ihnen ein paar Abzüge gemacht. Das muss alles überarbeitet werden. Na, die Kuh kommt großartig an. In den sozialen Netzwerken geht's hoch, ja. Alle spekulieren wie wild, was denn nur stimmt. Ihre Unterstützung für Fraser oder ihr Dementi. Turner musst du kochen. Der ist gerade übergekocht. Plötzlich doch mit Leid. Er ist immer noch mein Mann. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber jetzt raten Sie mal, wer das Fernsehduell zwischen Fraser und ihrem Mann moderieren darf. Seit Ihrem Exklusivtipp bin ich scheinbar in die Liga der... In die Liga der rückenkranken Qualitätsjournalisten aufgestiegen. Kommen Sie in einer Stunde in meine Praxis, da habe ich noch einen Termin frei. Haltungston? Sie müssen das mit Ihrer Frau wieder in Ordnung bringen. Ihre Geliebte wird aus dem Weg geräumt. Wollen Sie vielleicht ein Killerkommando auf Robin ansetzen? Jetzt halten Sie mal den Ball flach, Eric. In der Pressestelle des Senators in Washington ist eine Stelle frei geworden. Da könnte ich was für Sie tun. Und Julie, erzählen Sie irgendwas von einer Paartherapie oder lassen Sie sich sonst irgendwas einfallen? Hauptsache, Sie beide vertragen sich. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Und dann müssen wir noch den Bauausschuss und Fraser in den Griff kriegen. Da werden Sie nichts finden. Wenn es einen integren Politiker gibt, dann ist es Fraser. Es gibt da ein Gerücht über seine Frau. Nein. Ich habe es nicht nötig, das Ansehen einer Verstorbenen zu diskreditieren. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Sie haben jetzt die Möglichkeit, in den Kongress einzuziehen. Und bei den Gouverneurswahlen in 2 Jahren haben Sie auch sehr gute Chancen. Sie haben eine glänzende Karriere vor sich. Ja, vielleicht. Aber ich werde dafür nicht über Leichen gehen. Also, wenn Sie jetzt tun, was ich Ihnen sage, dann wird vielleicht irgendwann ein verdammter Flughafen nach Ihnen benannt. Ich kann natürlich auch publik machen, was ich über Sie weiß. Dann können Sie hier als Hinterwäldler im Lokalparlament versauern und sich den Rest Ihres Lebens mit Fahrradleitsystemen und Budgets für öffentliche Bibliotheken beschäftigen. Ganz allein Ihre Entscheidung. Ja. Ich zähle auf Sie. Ich muss etwas besorgen. Kann ich einmal kurz bei dir lassen? Ja, klar. Thank you.
Hi, kann ich dir helfen? Ich suche meinen Vater, Eric Turner. Der ist in seinem Büro. Danke. Ja, natürlich kannst du. Du kannst sogar sehen, glaube ich. Sehr gut, bravo. Du kannst nicht nur stehen, du kannst auch laufen. Du kannst so richtig gut laufen. Ja, natürlich kannst du laufen. Das ist Daddys Mädchen. Jacob! 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 Was ist los? Ganz entspannt atmen. Ich bin entspannt. Ich verklag sie wegen Körperverletzung. Schon fertig? Okay. Okay? Okay. Eric? Oh mein Gott. Ja, natürlich, bin sofort da. Was ist los? Mein Sohn ist verschwunden. Danke, Lauren. Und bitte gib mir Bescheid, falls er bei euch auftaucht. Bei den Tennis ist er auch nicht. Jetzt sag mir endlich, was passiert ist. Warum ist er weggelaufen? Eric. Ich bin der Vater von Robins Tochter. Und Jacob hat's rausgefunden. Das ist nicht wahr. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Doch. Dass du das für uns geheim halten kannst. Mein Kind. Es tut mir alles unglaublich leid. Seit wann? Seit heute oder seit du sie geschwängert hast? Julie, bitte. Ja, und wie so ein richtiger Politiker gibst du einfach nur zu, was gerade nötig ist. Hast du nie daran gedacht, dass du alles noch schlimmer machst, wenn du uns belügst? Doch. Jeden Tag. Ich habe das alles nicht gewollt. Lass uns einfach ins offene Messer laufen lassen. Vor allem Jacob. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich weiß ja noch nicht mal, wie sie heißt. Emma. Sie heißt Emma. Sind wir jetzt überhaupt noch eine Familie? Oder
oder lasst ihr euch scheiden? Wir können dir versprechen, dass wir immer für dich da sind. Und ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen, dass ich dich angelogen habe. Das weiß ich noch nicht. Kannst du Dad verzeihen? Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich bin dir kein bisschen böse, wenn du es kannst. Dass ich bleiben durfte. Das habe ich nur für Jacob getan. Ich konnte es dir nicht sagen. Weil du ein Feigling bist? Nein. Warum dann? Weil ich Angst um dich hatte. Wie bitte? Ich hatte Angst, dass du rückfällig wirst. Ich habe seit 1995 keinen einzigen Tropfen angerührt. Ich bin doch nicht mehr die überforderte Studentin, die denkt, dass sie einen Drink braucht, wenn der Druck zu groß wird, die ihre Grenzen nicht kennt. Ich weiß doch heute, wer ich bin. Sabine weiß davon. Was? Ja, hat irgendeinem Mitglied deiner ehemaligen Selbsthilfegruppe Geld angeboten. Er wird es gegen uns verwenden. Glaubst du wirklich, dass du mich noch einmal retten musst? Oder machst du dir nur Sorgen, dass eine trockene Alkoholikerin als Ehefrau deinem Wahlkampf schaden könnte? Geht's jetzt weiter mit uns? Verdammt nochmal, Eric, du hast eine Zweitfamilie. Ich will keinen Rosenkrieg. Wir müssen weiter gemeinsam für Jacob da sein. Glaubst du wirklich, du kannst mir gleichzeitig das Herz rausreißen und dir neben mir die Zähne putzen? Jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss es ja auch alles erstmal begreifen. Vor allem, dass ich nichts gemerkt habe. Sie sahen immer wie eine perfekte Familie aus. Naja, diese Fotos beweisen nicht wirklich was. Warten Sie ab, bis Sie das nächste sehen. Ja, jetzt wird's interessant. Mhm. Es wird noch besser. Also Trevor, wenn Sie morgen im Bauausschuss für den Abriss stimmen, dann hat die Firma Ihres Schwiegervaters den Großauftrag in der Tasche.
Gute Arbeit geleistet, Raffaele. Damit habe ich Sweeney in der Hand. Und ich kann ja vielleicht auch noch ein bisschen nachhelfen. Oh, nein, keine schwarze Magie an meinem Küchentisch. Nur der Fuß, okay? Moment. Dan hier. Dan, was hast du für mich ausgegraben? Es gibt ja so einiges über Alkohol am Steuer. Hallo? Ja, ja, ich bin noch dran. Sicher? 100 pro. Soll ich dranbleiben? Nein, nein, danke. Ich übernehme ab hier. Alles klar. Okay. Danke. Wie oft habe ich Ihnen schon erklärt, dass Sie nicht in der Feuerwehreinfahrt parken dürfen? Fahren Sie schon! Heute wurde im Bauausschuss über Erhalt oder Abriss des neuen Schulgebäudes der Kennedy Junior High School abgestimmt. Bei einer Probeabstimmung erhielten beide Anträge gleich viele Stimmen. Da der Kongresskandidat Eric Turner der Sitzung fernblieb, kommt jetzt alles auf seine Stimme an. Ich habe Sie schon 5-mal angerufen. Gehen Sie mir aus dem Weg? Warum? Robin Jennings steigt aus dem Wahlkampfteam aus, Ihr Mann schwänzt den Bauausschuss. Haben Sie vielleicht einen Tipp für mich, was da so los ist? Hören Sie auf. Alles, was ich will, ist meine Ruhe für mich und meine Familie. Gehört Eric denn noch zu Ihrer Familie? Kein Kommentar. Ach, kommen Sie, wollen Sie jetzt hier die loyale Ehefrau spielen, nur weil er Ihnen damals, als Sie das dritte Mal betrunken am Steuer erwischt wurden, aus der Patsche geholfen hat? Woher haben Sie das? Ich habe meine Quellen. Aber ich hätte es lieber von Ihnen erfahren. Ich wollte Ihnen eben nicht die Story über Ihre Heldin kaputt machen. Jede gute Heldin hat eine dunkle Seite. Sie muss nur dazu stehen. Und wenn Sie Ihre Geschichte nicht erzählen, dann macht's ein anderer. Wie läuft's? Bestens. Morgen kann ich mein Büro in der Stadt beziehen. Sie strahlen ja richtig. Das tut gut, wieder zurück zu sein. Seit meinem letzten Wahlkampf hat sich allerdings viel geändert. Ich habe jetzt sogar einen Twitter-Account. Ich weiß. Ihr Hashtag Kennedy Junior High bleibt trendet gerade ganz weit oben im Gebiet Boston. Ich wollte Ihnen eigentlich nur viel Glück wünschen für das morgige Rededuell. Ich werde Sie nicht weiter öffentlich unterstützen. Das brauchen Sie auch nicht. Sie haben ja gestern eine gute Startposition verschafft. Mr. Fraser, darf ich Sie um ein Statement bitten? Na los. Wie ist Ihre Meinung zum Thema Sterbehilfe? Was sagen Sie dazu? Warum interessiert Sie das? Lassen Sie uns lieber über die Schule reden. Der Tod Ihrer Frau vor einem Jahr. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Mr. Fraser. Oh. Sie. Gehen Sie weg! Oh. Holen Sie die Ambulanz! Holen Sie die Ambulanz! Okay, okay. Oh. Mr. Fraser. Hallo, hier ist ein Notfall. Wir brauchen einen Krankenwagen. Guten Tag. Ich möchte mit Ihrem Mann sprechen. Er aber nicht mit Ihnen. Hat er Fraser diese Journalistin auf den Hals gehetzt? Haben Sie ihm diese lächerlichen Fotos geschickt? Und diese Tonaufzeichnungen sind vor Gericht nicht verwertbar. Die Presse wird sich schon für dieses kleine Hörspiel interessieren. Sie können ruhig ein bisschen dankbar sein. Immerhin hat Ted dafür gesorgt, dass Ihre Nebenbuhlerin bald aus der Stadt verschwindet. Er soll aufhören, sich in unser Leben einzumischen. Das ist echt schade. Wir hätten so gute Freundinnen werden können. Ich rate Ihnen, legen Sie sich nicht mit meinem Mann an. Wenn er uns in Ruhe lässt, wird niemand diese Fotos oder die Aufnahme zu Gesicht bekommen. Lassen Sie doch einfach unsere Männer ihren Job machen. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie und Ihre Freundinnen heimlich die Fäden dieses Bundesstaates in der Hand halten. Beweisen Sie es mir. Machen Sie Ihren Einfluss auf Ihren Mann geltend.
Ich habe keine Lust, schmutzige Wäsche zu waschen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihr Problem, Alkoholproblem, sprechen Sie es ruhig aus. Naja, dass er das nicht irgendwann mal durchsickern lassen wird. Das ist sehr nachtragend. Ich bin seit 20 Jahren trocken. Das ist kein Makel, sondern eine Leistung, auf die ich sehr stolz bin. Oder finden Sie, das ist ein Grund, mich mit Dreck zu bewerfen? Was ist überhaupt mit seinem Fuß passiert? Er hat sich heute Morgen einen Zeh in der Badezimmertür eingeklemmt. Zum Flughafen. Ich habe meinen Flug extra so gebucht, dass du dann schon in der Maske im Fernsehstudio sitzt. Ich mag keine Abschiede. Das ist doch kein Abschied für immer. Nach der Wahl... Ich weiß. Nichts ist für immer. Warte, ich helfe dir. Nein. Du kannst Emma immer sehen, wenn du es möchtest. Okay? Okay. Und ich werde da sein, wenn er mich braucht. Kratzt dir morgen während des Fernsehduells nicht ständig am Kopf. Das machst du immer, wenn du nicht weißt, ob du das, was du versprichst, auch halten kannst. Kann ich Sie kurz sprechen? Ich wusste nicht, dass Sweeney ihn erpresst. Zuerst war es nur ein Ausrutscher auf einer Parteikonferenz. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie geschockt ich war, als ich damals erfahren habe, dass ich schwanger bin. Auf einmal wurde Eric so wichtig für mich und für Emma. Und jetzt räumen Sie einfach so das Feld. Ich wäre immer nur die Nummer 2. Und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis die Reporter auch bei uns vor der Tür stehen. Das will ich Emma nicht zumuten. Lieben Sie meinen Mann? Wenn ich mich jetzt aus Erics Leben zurückziehe, hören Sie dann auf, ihn zu torpedieren? Sie glauben wirklich an ihn. Na, Sie nicht? Der Eric, den ich kannte, der hätte nicht gelogen. Wirklich? Hat er nicht schon einmal gelogen? Nur damals für Sie. Helfen Sie Eric, die Wahl zu gewinnen. Dafür müsste er erst mal beweisen, dass er es verdient, gewählt zu werden. Verraten Sie mir noch Ihr Geheimnis. Wie haben Sie eine Ratte wie Coleman dazu gebracht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Ich habe mir ein paar von Ihren Tricks abgeguckt. Ist überbewertet. Das ist wirklich Humor. Ist mein Lieblingsshirt. Jacob hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Viel Glück, Mr. Turner. Danke. Wir zählen auf dich. Wir sehen uns gleich. Okay, also, stellt sich kurz vor, die ganze Situation mit Fraser, dann leite ich es langsam hin. Guten Tag und herzlich willkommen zur Wahlsendersendung hier bei Boston Newsbreak. Ich begrüße bei uns im Studio Eric Turner, den Kandidaten der Alliance-Partei.
Bedauerlicherweise ist aus dem angekündigten Rededuell ein Interview geworden. Bill Fraser musste aus gesundheitlichen Gründen seine Kandidatur zurückziehen. Ich habe ihm heute Morgen persönlich meine Genesungswünsche überbracht. Er hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Vielleicht beginnen wir mit ein paar biografischen Details. Mr. Turner, Sie sind Harvard-Absolvent. Und waren vor Ihrer politischen Karriere zunächst als Rechtsanwalt tätig, ist das richtig? Das ist richtig. Sie sind in dieser gesamten Zeit niemals selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten, richtig? Ich denke... Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Doch, ich wurde als Student einmal verhaftet, weil ich betrunken mein Auto gegen einen Zaun gesetzt hatte. Das war ein Fehler. Das entspricht nicht der Wahrheit. Julie, bitte. Nicht unterbrechen. Kamera auf die Ehefrau. Lassen Sie sie weitersprechen. Ich habe damals am Steuer gesessen. Gehen Sie darauf ein. Fragen Sie nach. Mrs. Turner, das dürfte unsere Zuschauer interessieren. Möchten Sie uns vielleicht mehr dazu erzählen? Mein Name ist Julie Turner. Ich bin Alkoholikerin. So habe ich mich vor 20 Jahren bei meinem ersten anonymen Alkoholiker-Meeting vorgestellt. Santa Maria. Ich hatte damals bereits meinen Führerschein verloren, wenn mich... Wusste Ihr Mann davon? Dann hätte er mich niemals fahren lassen. Wir waren frisch verliebt. Ich habe mich geschämt. Auch vor ihm. Und dann, Mrs. Turner? Als ich ihm alles gestanden habe, hat er keine Sekunde gezögert und die Schuld auf sich genommen. Unter der Bedingung, dass ich mir helfen lasse. Er hat mich gerettet. Vor allem vor mir selbst. Es ist ja eigentlich klar, Eric Turners einziges Vergehen ist es, dass er sich einmal vor seine Frau gestellt hat, oder, Mr. Turner? Nein, das ist bestimmt viel zu positiv ausgedrückt. Ich versuche einfach nur das Richtige zu tun. Das Richtige. Und das Richtige ist, statt einer Inklusionsschule ein Einkaufszentrum zu bauen. Sie sprechen eines von Bill Fragers Wahlkampfthemen an, ja. Nun, ein Einkaufszentrum würde viele Arbeitsplätze in der Region schaffen. Außerdem würde es eine Nahversorgungslücke schließen. Aber Bill Fraser hat völlig recht. Eine fast fertiggestellte Schule wieder abzureißen, macht überhaupt keinen Sinn. Unser Land braucht mehr Schulen, an denen Freunde zusammenlernen können, egal ob sie zu Fuß oder auf Rädern unterwegs sind. Und deshalb hat der Neubau der Kennedy Junior High School meine volle Unterstützung. Ja, wahrscheinlich werden Sie sich demnächst nicht mehr mit Lokalpolitik beschäftigen. Ihre Vorschläge zur Gesundheitsreform haben ja für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja, es ist tatsächlich an der Zeit, hier völlig neue Wege zu gehen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben hier beim Boston News Break, bei unserer Wahl-Sondersendung. Papa! Wie war das? Danke. Weißt du noch unsere erste Demo? Den Regenbogen, den wir uns geschminkt haben? Er fing auf deinem Gesicht an und hörte auf meinem auf. Wir waren ein unschlagbares Team. Heute habe ich wieder ein bisschen von dem Eric von damals gesehen. Ich bin stolz auf dich. Das bedeutet mir sehr viel. Du bedeutest mir sehr viel. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Gib mir noch eine Chance. Ehrlichkeit und Geduld, auch wenn es weh tut. Diesmal tut es zu sehr weh. Außerdem, dein Leben, das hier, das ist nicht meins. Für dich ist es richtig, aber die Frau an deiner Seite, das bin ich nicht. Lass es mich in Zukunft besser machen. Dafür hast du heute unsere Vergangenheit gerettet. Chloe Eldridge
Beach, live vor dem Studio von Boston Newsbreak. Wir erwarten jeden Moment Julie Turner. Oh, Mrs. Turner, Mrs. Turner, Ihr Geständnis war sehr mutig. Nach Ihrer Unterstützung für Kandidat Fraser gab es Gerüchte, Sie und Ihr Mann würden in Zukunft getrennte Wege gehen. Können Sie uns etwas dazu sagen? Wie mein Mann und ich unsere private Zukunft gestalten werden, geht Sie nichts an. Aber eins kann ich Ihnen versichern. Keiner setzt sich mit mehr Herzblut und Engagement für politische Reformen ein als Eric. Und wenn Sie sich nun wieder den wirklich relevanten Themen widmen möchten, steht Ihnen mein Mann gerne zur Verfügung. Hören Sie sich mal seine Vorschläge zur Gesundheitsreform an. Ja, Mrs. Turner, noch eine kurze Frage zu Ihrer... So, wir haben jetzt beide Seiten gehört. Das war Chloe Eldridge, live vom Wahlkampf-Countdown aus Boston. Und jetzt gebe ich zurück ins Studio. Wenn Sie mir verraten, wie Sie Sweeney gezähmt haben, dann können Sie den Parkplatz für Ihre Praxis für immer behalten. Kein Kommentar. Kommen Sie eigentlich, mögen Sie mich doch. Geben Sie es auf. Ich sage Ihnen nichts. Und wenn Sie Ihren Artikel über mich nicht fertig bekommen, dann denken Sie sich halt einfach was aus. Ich schreibe nicht mehr über Sie. Gehen Sie mit mir heute Abend was essen? Sie können auch den gesamten Abend schweigen. Ich habe schon ein Date mit meinem Sohn. Dann morgen. Morgen liegen wir schon am Strand in Florida. Okay. Also, wenn Sie zurück sind. Wenn Sie mir wirklich den Parkplatz überlassen, denke ich drüber nach. Coleman. Turner. Hello, little darling, could you please take me back when I'm too far?